In diesem Part machen wir Kokosküche 1 bis 3 sowie brennender Pfeil die Mission. Zudem werden wir die erste große Fee befreien und unsere Kleidung verbessern. Viel Spaß mit diesem Part! Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Mission von The Legend of Zelda Breath of the Wild in Kakariko. Oh, ein Kunde! Welch seltener Anblick! Hier gibt es kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Freut mich, einen jungen Mann zu sehen, der sich fürs Bogenschießen interessiert. Seh dich um, such dir in Ruhe was aus. Ich wollte Annie verkaufen. Nein, wir haben nicht zu verkaufen. Komm bald wieder, ja? Ach, hör mal. Ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht, du bist ein Held. Nichts bringt mein Blut so in Wallung wie gute Bogenschützen. Wie wär's? Zeigst du mir, wie gut du mit dem Bogen umgehen kannst? Ich bin dabei. Prima. Du musst einfach nur die Laternen bei der Statue der Göttin anzünden. Ich bin dabei. Ich freue mich schon mal. Der brennende Pfeil. Hier haben wir Feuerpfeile. Ich will alle kaufen. Das wären 200 Rubine. Das sind aber ganz schön viele. Feuerpfeile 5. 8 Feuerpfeile. Hier. Für 160 Rubine können wir alle Feuerpfeile kaufen, dann haben wir jetzt, keine Ahnung wie viele wir jetzt im Besitz haben, das sehen wir gleich, wir haben jetzt 18 im Besitz. Werden wir vielleicht im Orni-Gebiet brauchen, weil da Schnee ist. Also kaufe ich hier nochmal, das sind genau 10, ne? Wir kämen genau auf 160 Rubine und hätten dann nichts mehr. Gut. Dafür haben wir jetzt genug Feuerpfeile. Was macht der andere Krämeladen? Da kriegen wir wohl Essen, ne? Ja, genau. Ziegenbutter. Moblinherzen. Spurtkarotten. Und Eier. Nur hereinspaziert, Reisender. Fühl dich wie zu Hause bei uns in Kakariko. Die Göttin hat unser Land gesegnet, deshalb gibt es hier viele Tiere und Pflanzen. Unsere Zutaten stammen auch alle von hier. Zum Kochen nur die allerhöchste Qualität. Nicht eingeflogen oder so ein Scheiß. Nimm die Sachen ruhig einmal in die Hand oder kann ich dir anderweitig helfen? Wiedersehen. Bitte komm bald wieder vorbei. Wir können uns das ja alles erstmal nicht mehr leisten. Aber die Mission, die können wir machen. Und sie hat eine Mission für uns. Die werden wir auch einmal anfangen. Ja. Heute gibt es Sportgemüsecremesuppe. Die ist ja nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Etwas Sportkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf. Etwas kochen lassen und fertig. Also Steinsalz, Spurtkarotte und frische Milch. Oh nein! Keine Spurtkarotten mehr da! Ich hab Brico doch heute Spurtgemüsecremesuppe versprochen. Ich hol dir welche. Ich danke dir. Ich brauche auch nur eine Spurtkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird, dann gehe ich nach Haus. Kokos Küche. Das wird eine lange Aufgabe sein. Halt! Was ist das? Ich rieche Spurtkarotten. Bitte sehr. Ah, das ist Einbildung hier. Eine Spurtkarotte! Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich für Brico kochen. Auf geht's! Wow.
Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier bitte, dein Anteil. Warum ist der Bildschirm eigentlich schwarz geworden, Leute? Sportgemüsecremesuppe. Na geil. Können wir nachkochen. Ich werde weiterkochen, bis ich eine so gute Köchin wie Mutter bin. Kokosküche. Hat sie doch mehr für uns. Was könnte ich noch machen? Ah, ein Butterapfel. Wie Mutter ihn immer gemacht hat. Eines von Prykos absoluten Leibgerichten. Dafür brauche ich dann einen Apfel und Ziegenbutter. Oh. Mir ist die Ziegenbutter ausgegangen. Ich bin eine schlechte Tochter. Ich mache alles falsch. Ich werde nie wie Mutter. Hier ist Ziegenbutter. Du hast aber euch gar nichts dabei, oder Coco? Ist das etwa... Ziegenbutter! Du bist mein Retter! Dankeschön, lieber Herr. Danke. Ist die für mich wirklich vielen Dank. Ein Augenblick. Und wieder wird der Bildschirm schwarz und sie kocht. Riecht das lecker. Ein Hauch von Butter zusammen mit der Süße des Apfels. Köstlich. Wenn du was möchtest, bitte sehr. Butterapfel. Das Backen der Äpfel macht sie noch süßer. Abgerundet wird das Ganze dann von einer Schicht Ziegenbutter. Ich werde mein Bestes geben, um eine bessere Köchin zu werden. Kokosküche 2. Was könnte ich denn als nächstes kochen? Oh! Ich mache Vaters Lieblingsessen. Abwehrfleischkürbis. Das gibt einen ordentlichen Energie. Mal sehen, dafür brauche ich Kürbis und natürlich Wild. Moment mal. Oh! Ich habe kein Wild. Ich könnte anderes Fleisch nehmen, aber ohne Wild ist es nicht so, wie Mutter es immer gemacht hat. Sonst ist Vater einfach auf die Jagd und hat uns Wild gebracht, aber jetzt arbeitet er gerade. Oh, mache ich nur immer alles falsch? Ich habe Wild. Bitte. Ich bin ein Allmann. Ich habe alles dabei. Sehe ich richtig? Wild! Hast du das für mich besorgt? Vielen Dank. Bitte warte noch einen Moment, Wetterherr. Und wieder die Kochszene. Yeah. Sag mal, was steht mein Mikrofon eigentlich einfach mal nach links ausgerichtet, obwohl ich rechts sitze? Lost. Das riecht gut. Das saftige Fleisch passt wunderbar zur Süße des Kürbisses. Bedien dich ruhig. Wir haben den Abwehrfleischkürbis bekommen, was uns rüstungsmäßig ein bisschen aufwertet. Ich werde mein Bestes geben. Kokosküche 3 ist auch abgeschlossen, oder? Ja. Kokosküche 4. Was könnte ich denn als Nachtisch kochen? Aha! Honigapfel! Den hat Mutter immer so gern gegessen. Es ergeht im Mund einfach köstlich. Und dafür brauche ich mal überlegen. Ausdauerhonig und einen Apfel. Ausdauerhonig? Oh... Der Ausdauerhonig ist leer. Die Bienen greifen an, sobald man sich ihrem Stock nähert. Das ist viel zu gefährlich für mich. Oh Mann. Aber ich kann einfach nichts richtig machen. Ich hab Honig. Echt? Wir haben Honig? Ich weiß, wenn jemand lügt. Vater ist auch kein guter Lügner. Okay, also Kokosküche 4. Ausdauerhonig. Frage ist, wo wir den herkriegen. Eine andere Mission werden wir jetzt machen, da es gerade nicht regnet. Und wir davon 26 Stück haben, ist auch passend so. Hat man ein bestimmtes Zeitlimit, um die anzuzünden? Der brennende Pfeil, neuer Eintrag. Vom Zentrum der größten Brücke blicken Folge den roten Sternstücken noch zu finden. 3. Jupp. Die Mission machen wir auch noch. Der brennende Pfeil machen wir jetzt. Hier beim Krämerladen. Ich habe alles gesehen. Du bist eine Stalkerin da.
Hey du, ich hab dir zugesehen. Du hast richtig was drauf. Das habe ich nach langer Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Mein Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschütze, aber im Moment gehen wir uns aus dem gewissen Grunde eher aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle nochmal spüren würde. Liebe. Ist das plötzlich heiß hier? Ich bin dir dankbar, dass ich das mit ansehen durfte. Hier für dich. Ein roter Rubin. Gut. Ach, hätte er doch nicht auf Hühner umgesattelt, sondern weiter mit dem Bogen geübt. Ach, deswegen habt ihr euch getrennt. Der brennende Pfeil abgeschlossen. Oh, entschuldige, du möchtest was kaufen? Nein. Gut, sie hat keine Mission erstmal für uns. Dann sind wir hier fertig. Dann will ich mal zum Hotel und da mal einchecken. Mal gucken, was hier so abgeht. Der schläft natürlich. Wird Zeit, dass er aufsteht. Olivo. Bist du? Ein Gast? Du hast mich erschreckt. Also wer am helllichten Tag schläft, ne? Also Bro. Also wirklich, ja? Aber wenn man keine Kundschaft hat, verstehe ich das. Also, normales Bett 20 Rubinen, Luxusbett 40 Rubinen, glaube ich. Was passiert bei einem Luxusbett? Was ist der Unterschied? Das Luxusbett ist mit echten Hühnerfedern, glaube ich. Wenn du daran schläfst, machst du erholter auf als sonst. Ein normales Bett kostet nur 20. Habe ich da mehr Herzen als jetzt? Ich will die Sitz wissen. Ich schlafe hier umsonst, weil ich hier das erste Mal bin. Na, dann will ich bis morgen schlafen. Morgens gut, ob ich wohl daran denke. Ja, wenn du wieder einpennst. Und dann war es Mittag. Nö, nur aufgefüllt. Guten Morgen und vielleicht geheilt, so. Okay. Ein kleines, nicht sonderlich besonderes Hotel ohne Besucher. Ihr seid aber auch die Chica. Also, hier kommt wohl selten einer zu Besuch. Da war der Kleidungsladen. Hier das Hühnergehege. Ich glaube, diese Karotten sehen zum Anbeißen aus. Wer immer sie anbaut, scheint sie liebevoll zu hegen und zu pflegen. Wir dürfen sie nicht rausholen. Vielleicht müssen wir alle Hühner wieder einsammeln. Dazu später. Ich würde gerne mal wissen, wer da drin wohnt. Vielleicht wohnt Imper ja auch in einem dieser Buden hier. Keiner zu Hause, ja? Auch schön, wenn man eine Hacke, robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern, wenn man damit umzugehen weiß, leistet es Rotzwaffe passable Dienste. 24. Stärkste Waffe im Moment? Fragezeichen. So. Mit Hühnern. Oh, wenn wir mit Hühnern springen, können wir runtergleiten von Dächern. Das war schon zu Zelda Breath of the... Nein, Zelda... hier. Zu Ocarina of Time, genau, mir fehlt ja der Name. Zu Zeiten. Ich bin Gustin. Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Genau da bin ich. Wie bitte?
Du meinst, du wärst dieser Retter? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stählen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit dem Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so stark wie der große Ritter wirst. Spurtkarotte erhalten. Karotten kannst du jederzeit in den Arsch geschoben bekommen. Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wer kennt die Geschichte mit Flair? Den Zügen, der Graffitis und der Karotte? Spaß. Ja. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann komm abends zu mir. Er wohnt wahrscheinlich dort vorne im Haus. Hi. Morgen. Was machst du denn hier im Regen? So ganz ohne Schirm. Ich würde dir meinen leihen, aber den dürfen nur Mitglieder des Stammes der Shika mit sich führen. Ich hoffe, du holst dir keine Erkältung. Wer wohnt denn hier? Hey, Shika. Hier ist eine Fackel. Haben wir denn unnötige Waffen? Nee, haben wir nicht. Nur diese Level 6er, die brauche ich eigentlich nicht. Die ist viel zu... Hier Level 4. Viel zu schwach. Was haben wir hier? Eine Route. Hey, Link! Haha! Schau nicht so überrascht. Ich hab dich am Schickerstein erkannt. Es gibt jemanden, der mehr darüber weiß. Und zwar... Ah, wie kannst du das auch wissen? Es gibt östlich von hier im Hateno-Institut eine wahre Koryphäe auf diesem Gebiet. Dieses unglaubliche Genie hat schon mit Prinzessin Zelda zusammengearbeitet und weiß, was damals geschehen ist. Mir scheint, du kannst noch nicht das volle Potenzial deines Schickersteins nutzen. Es gibt ja jemanden, der dir helfen kann. Aber die Sache ist die. Genie und Wahnsinn liegen oft beieinander. Wir kommen später wieder nach Kakariko. Was? Hey. Er rennt auch hier rum. Die meisten Leute freuen sich bei Ärzten ja über ihre Seltenheit, Qualität und Schönheit und solche Dinge. Ich kann mir nicht weiterhelfen, aber das Einzige, was ich schön finde, sind die Rubine, die ich nachher dafür kassiere. Mag sein, dass ich da seltsam bin. Jedenfalls habe ich mein Erz verkauft und freue mich deswegen, Geld zu haben. Okay. Schön für dich. Hühnerjagd und alles andere. Können wir ehrlich ein anderes Mal machen. Ich will doch zur großen Fee. Dafür kann ich mich jetzt eigentlich zum Schrein porten. Und los. Und vielleicht werde ich euch noch eine Überraschung reinschneiden. Mal gucken. Ob wir das wirklich machen werden. Also wir werden definitiv mit einem gewissen jemanden kämpfen, den wir ganz am Anfang der ersten Parts, die gekommen sind, gesehen haben. Doch dieser jemand war viel zu stark für uns. Mal gucken. Erstmal will ich die Fee finden, die hinter dem Schrein sein soll. Eine große Fee. Da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich eine große Fee hinterm Schrein finden. Ich sehe schon, ja. Oha. Okay, ich habe eine Idee. Der Hase kriegt jetzt die volle Breitseite von mir. So viele rote Rubine. Geilomat.
Also das hat sich gelohnt. Der Hase hoppelt hier natürlich immer noch rum. Dank unseres Schleichanzuges hat er uns nicht bemerkt. Wir konnten uns einfach anschleichen. Dadurch haben wir jetzt mehr Geld und hier sind Feen, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen. 3, 4 an der Zahl. Für den Master-Modus sehr selten. Ich will die alle haben. Ganz leise. 2, 3. Sehr nice. Sehr nice. Da hinten ist noch wild. Prinzessinnen-Inzian. Dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Okay. Er kriegt eine Abkühlung. Nein, er kriegt einfach ein Heady. Damit wir seinen Loot kriegen. Edelwild nämlich. So. Und da ist sogleich ein Krog-Rätsel. Das möchte ich selbstverständlich machen. Haben wir nicht markiert, haben wir einfach so gefunden. Aber ich nehme es mit. Wenn ich es schon sehe und da sehe ich Erz, baue ich das Erz auch gleich noch mit ab. Oder habe ich diesen Stein schon gemacht? Nein. Da muss er rein. Komm schon, Stein. Hallo. Endlich ist er drin. Dieser Krog, ne? Du hast mich entdeckt. Mein Freund. So. Auf so großen Fee. Der bemerkt das einfach mal gar nicht. Einfach weil wir so leise sind. Ja, richtig nice, ey. Krass. Ob der Hoppelhase hier wieder ist? Er sollte eigentlich immer wieder auftauchen, ne? Durch den Bombenfall haben wir da auf jeden Fall ordentlich Stress gemacht. Eine Fit-Karotte. Diese Karotte als Heilpflanze. Äußerst geschätzt, enthält große Mengen an Nährstoffen. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum. Wow, unsere erste Ausdauer über Maximum. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Nur im Notfall nutzen. So, nachdem wir alles eingesammelt haben bei der ersten großen Fee. Werden wir dich nun befreien, sofern wir das Geld haben. Junger Mann! Bitte hör mich an, aber gern. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Und ich habe meine Kraft verloren. Du lebst nur von der Kraft des Geldes. Bist du geldgeil? Oder was? Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauch doch nur 100 Rubine. Okay, gut. Manche wollen 1000. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Alter, willst du mich verarschen? 9 Rubine fehlen? 9? Bro. Unfassbar. Da müssen wir uns teleportieren. Etwas verkaufen.
wieder herkommen. Und dann können wir das bezahlen. Und den Part auch beenden. Mehr möchte ich doch gar nicht. So. Wir wollen direkt zum Krämerladen. Keine Umschweife machen. Auf geht's. Was für ein Wetter. Ja. Nimm es direkt in die Hand, wenn du was möchtest. Ich möchte deine... Ich will verkaufen. Ich bin schon gespannt. Ja, aber was wollen wir verkaufen? Ein paar Äpfel? Oder was? So ein Sternsplitter kostet ja auch ganz schön viel, ne? Eine Fee kostet fast gar nichts. Na komm, wir verkaufen diesen Leuchtstein. Jetzt haben wir aber wirklich alles Wertvolle verkauft. Wieder porten. Also wir brauchen unbedingt Revali-Sturm, das Teleport-Medaillon, die Verbesserung für den Schickerstein. Jetzt haben wir genug Geld für die Fee. Und es ist schon helllicher Tag. Ob der Hase wieder hier ist? Wenn ja, dann wo? Egal. Ah, da bist du ja wieder. Nun, wenn du Rubine hast. Aha. So hübsch, deine Hand. Gib sie mir schnell. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Alter, sieht die hübsch aus. Was für ein Gefühl, was für ein Gefühl. Nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen. Wie kann ich mich revanchieren? Ah, ich weiß. Ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen. Apropos, es gibt 4 Feen in diesem Spiel. Sie kann die Kleidung nur zu einem gewissen Maximum verstärken. Da müssen wir die nächste finden. Ich brauche nur das passende Material. Verstärken bitte. Was kann sie verstärken? Okay, sie kann... Das hier verstärken. Die Ninja-Maske sehr gerne. Sie gibt uns einen Luftkuss. Das muss aber teuer sein für Link. Die Ninja-Maske hat jetzt 1 Stern. Schleichen ist jetzt stärker. Damit bist du jetzt ein klein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstecken einen Bonus, doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Soll ich noch eine andere Kleidung für dich verstärken? Ja. Den Ninja-Anzug. Und los. Dieser Anzug der Chica... Und die Fee hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Und fertig. Mehr verstärken, bitte.
Die schicke Hose. Und verstärken, bitte. Mm. Sehr, sehr nice. Die Fee hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Noch mehr Kleidung verstärken. Alles, was geht. Das brauchen wir hierfür. Wir haben genug Bobblin-Hörner, um sie zu verstärken. Wir brauchen 5 davon. Okay. Und los. Also, Link. Ganz viele Luftküsse nur für dich. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Also steht immer derselbe Text da. Mehr Kleidung verstärken. Können wir jetzt auch das hier verstärken? Die Abwehr des Heilergewandes. Ich habe aber auch im Hauptspiel damals nicht alles, jede Kleidung auf Maximum verstärkt. Also das ist eine Mammutaufgabe, ja? Wir werden mal gucken, wie weit wir gehen. Denn das hat was mit Materialienfarming und so eine Scheiße zu tun. Ich meine, ja, ich kann jetzt alle meine Amiibos einmal einsetzen oder einen Amiibo pro Tag. Irgendwie so war das. Traditionelle Beinkleidung wurde verstärkt. Aber im Moment können wir nicht mehr verstärken. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast und wenn du meiner Schwester geholfen hast. Bis später. Mit neuer Kleidung können wir zu ihr, mit alter Kleidung nicht mehr. Die ist aufs Maximum verstärkt. Wir müssen neue Feen finden. Sehr geil. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal nach Kakariko. Warten, bis es Nacht wird. Und dann kümmern wir uns noch um eine Aufgabe. Bevor wir den Part beenden. Dann schaue ich gleich mal auf den Dächern nach. Gibt es hier irgendwo einen Huhn? Und wo ist hier überhaupt Ausdauerhonig? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schleichschnecken sind hier auf jeden Fall. Und einmal Holz. Wir warten bis abends. Abends sollte ich zu ihm. Denn er will ja wissen, ob wir der wahre Held sind. Der wahre Held, der spurt Karotten. Das hier ist so ein typischer Kakariko-Part. Oh, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Ich bin Narbis. Du bist aber nicht etwa einer von den Jäger, oder? Das war nur ein Scherz. Du brauchst nicht so ernst aus der Wäsche zu schauen. Diejenigen, die der Verheerung ihre Treue geschworen haben, nennen sich Jäger. Sie greifen alle an, die sich Ganon entgegenstellen. Seit dem großen Erdbeben letztlich sind sie sehr aktiv. Keine Angst, ich halte dich nicht für einen Jäger. So gut kann ich Leute gerade noch einschätzen. Nimm dir den kleinen Scherz nicht übel. Vielleicht kann ich es hiermit wieder gut machen. Rüstungskürbis? Das hier ist Kakarikos Spezialität. Ein Rüstungskürbis. Ich habe ihn mit Hingabe großgezogen. Probier mal. Wenn du mehr wissen willst, komm gerne jederzeit bei meinem Feld vorbei und frag mich. Oh, du kommst mich besuchen. Ich habe die Nacht immer schon geliebt. Alles glänzt und glitzert im Schein der Lichter. Das ist so schön. Oh. Sie steht doch auf uns. Link. Ich lasse euch allein, okay? Ja? Manchmal sieht man Glühwürmchen herumschwirren. Wie romantisch.
ganz schön schwer, die zu fangen. Ich würde schon dich sagen. Manchmal war ich so darauf fixiert. Oh, das klingt so zweideutig. Dass plötzlich Morgen war und die Großmutter mich ausgeschimpft hat. Aber in letzter Zeit treiben sich in der Nähe des Dorfes so viele Monster rum. Angeblich sind da sogar Jäger. Da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als hier zu Hause Däumchen zu drehen. Mann, ist das langweilig. Und dann kommt so ein starker Mann wie du. Ich war nicht gerade auf einen Besuch vorbereitet. Was kann ich für dich tun? Und zwar ein wahres Genie, das mit der Zelda geforscht hat, lebt in Athena. Aber die Sache ist die. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Schau, wir hätten die Alte nicht stören sollen. Dann frage ich mich, wer hier wohnt. Wer wohnt hier? Nein, Milo wecken wir nicht. Wir wollen den alten Mann. Vielleicht ist er ja hier zu Hause. Nein, da unten steht jemand. Hier sind die beiden Kinder. Brico. Mama. Gut, hier schlafen die Kinder. Es ist so traurig. Link. Die Hühner. Meine süßen Hühner. Sie sind verschwunden. Seit meine Frau sich aus dem Staub gemacht hat, sind die einzigen Freude in meinem Leben. Soll ich sie suchen? Was würdest du tun? Tausend Dank. Ich habe insgesamt 10 Hühner. Viel Glück bei der Suche. Also Punkt 1. Die Hühner musst du in jedem Zelda suchen. Punkt 2. Oder in fast jedem Zelda. In Ocarina of Time war es so, hier ist es so. In Skyward Sword weiß ich es gerade nicht. Aber in jedem Zelda gibt es Hühner. Und in einigen Zeldas ist es nicht selten, musst du sie suchen. 3 Hühner sind hier, 7 verstecken sich in Kakariko. Die Mission machen wir jetzt nicht mehr, weil wir im nächsten Part nicht in Kakariko sein werden. Aber wir haben die schon mal angefangen. Und wir werden Kado helfen. Und jetzt verstehe ich die Parallele auch. Er ist der Hühnerliebhaber, der so gut Bogen schießen konnte. Und die Besitzerin des Ladens ist so traurig, ihn verlassen zu haben, weil sie nicht mehr gemeinsame Interessen haben. Tja. Findet man Hinweise eigentlich in der Wohnung, dass er Bogenschießer war? Ja, sein Bogen hängt hier. Aber dass er ein Hühnerfanatiker ist, hängt... Ja, und alles über Hühner weiß anscheinend, sieht man auch. Paya, was machst du hier? Link, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn? Wollt ihr etwas von mir? Was machst du? Warum guckst du mich denn so ernst an, Papaya? Ich habe ein Gebet zu unseren Schutzgeistern gesprochen. Sie wachen über uns und leisten unsere Schritte. Euer Weg, Link, ist auch unser Weg. Deshalb ist das hier das Einzige, was ich jetzt für euch tun kann. Und sonst? Gute Nacht. Geht ja schon. Das Böse kommt im Mantel der Nachtzeit achtsam auf euren Weg. Und so starben die Schicke hatte viele Generationen lang unter dem Schutz des Königshauses gestanden. Aber als der König durch die große Verheerung zum Tode kam, nahm dies ein jähes Ende. Einige von uns formten eine Bande, und was guckt er so? Die es auf unsere Anführerin Nimpa angesehen hat. Sehr merkwürdig, dass er zu uns guckt. Sehr merkwürdig. Deshalb bewachen wir Impa und die Uhr. Ich hab ruhigen Dienst. Oh, meine Hühnerlein. Sicher fühlt er sich ganz einsam. Aber nein.
Ich muss mich jetzt ganz auf meinen Dienst konzentrieren. Eben hat er eine Mission gehabt. Wo will er jetzt hin? Wir folgen ihm. Das ist doch sehr seltsam. Ist er ein Jäger? Hey! Ah, Herr Link. Es ist schon sehr spät. Dorian. Na gut. Ah, es geht Ihnen dabei um die Hühner. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild.